Und da bin ich also schon wieder. Ja, wieder Herr der Ringe, die Eroberung ist irgendwie klar. Ich sag das einfach nur vor jedem Part. Und weil es so schön in der Schlacht unterteilt ist, mache ich da auch aus jeder Schlacht einen Part. Diesmal also vor den Toren Minas Tirith. Wir sollen aber immer noch Minas Tirith verteidigen, so wie ich das verstanden habe. Pelennor-Felder. Ja, und Elrond labert wieder. Ich finde es schön, dass er mir so ein bisschen Redearbeit abnimmt, so ein bisschen Erklärungsarbeit. Vor den Toren von Minas Tirith reiten die Rohirrim in ihr sicheres Verderben und treiben einen Keil in das Herz der Ork-Armee. Nichts auf dem Pelennor kann ihrem Zorn widerstehen. Während sie von Belagerungstürmen und Kriegsbestien bedrängt werden, werfen Theodens tapfere Krieger einen endlosen Strom von Orks und Vargreitern nieder. Sollte es den Rohirrim jedoch gelingen, Saurons Armeen zu schwächen, greift der Hexenkönig selbst in die Schlacht ein. Sein Untergang würde das Blatt wenden, denn es heißt, seine Armeen folgen ihm nur aus Furcht. Ja, wir holen gegen unsere Armeen natürlich aus Treue und so und Mut und Freundschaft und dem Ganzen da. Also, glaube ich zumindest, hat man mir gesagt. Ich nehme einen Bogenschützen. Reitet in euer Verderben und zum Ende der Welt! Ich habe das natürlich schon mal gespielt, deswegen zeige ich jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier kann ich die Belagerungstürme hier mit dem Katapult einfach kaputt machen. Das geht dann recht schnell. Treffer. Fängt dann auch schon an zu brennen. Man ist halt ein bisschen verletzlich, während man hier dran ist, aber das stört den nicht so eigentlich. Ja. Noch ein Schuss und er ist tot. Aber was ich natürlich mit dem Katapult auch machen kann, ich kann hier einmal in die Feinde einschießen. Ihr seht schon, wenn ich treffe, sind sie tot. Wenn ich nicht treffe, halt nicht. Komm, ein gescheiter Treffer da rein. Eine richtige Feinde. Bäm! Genau, so wollte ich das. Die eigenen Krieger schädigt man dadurch überhaupt nicht. Das ist schwer dann. So. Kriegsturm Nummer 1. Zerstört. Und ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze hier machen kann. Nur noch ein Turm. Zerstört ihn. Und das habe ich natürlich auch nicht ohne Grund gesagt. Erstens stand hier bis vor kurzem noch eine Armbrust. Das Ding, was die ganze Zeit hier gebrannt hat, eigentlich. Aua. Genau, ich schieße daneben. Man kann natürlich auch hier. Das dauert ewigst. Guckt euch einfach die Lebenspunkte an. Dauert ewig. Wir könnten hier einen Feuerpfahl reintun. Das geht dann schon schneller. Oder aber wir wechseln einfach die Klasse. Nehmen unseren Krieger hier. Oh, der sieht gut aus. Ach ja, genau. Das hier war das Ding. Diese. Nein, ich will da ran. Das hier mache ich. Hui. Ja, zwar auch ewig, aber geht auch recht gut. Wir können allerdings natürlich auch Folgendes machen. Erstmal den Zauberer hier ausschalten. Den Bogenschützen hier töten wir vielleicht auch schnell. Der nervt mich. So. Hier, in der Mangelung eines Pferdes nehmen wir den Wag. Hier einmal. Das geht nämlich auch. Jetzt brennt der Belagerungsturm. Hier, lichterloh, man sieht's ja. Allein von unserem Flammenschwert. Ich will eigentlich hier nicht so mitten in die Gegner rein. Deshalb ich mich jetzt für Piss. Und stattdessen lieber hier den Bogenschießen angehen. Nicht verdient zu leben. Ein Mensch, der mit Sauron gemeinsame Sache macht. Schämlich, schämlich, schämlich. So was hatten wir ja hier schon seit langer Zeit nicht mehr. Seit 5 Minuten oder so hatten wir das nicht mehr. Dass ein Mensch mit Sauron gemeinsame Sache macht. Das Problem ist nur. Oh. Oh, richtig. Es gab ja hier eine Begrenzung. Wir dürfen ja hier nicht. Das erreichen. Scheiße, das hat ich komplett vergessen. Müssen fallen. Schießt auf sie.
Ja, mach ich. Lass mich respawnen. Ein Turm ist gleich auf der Straße. Zerstört ihn, bevor es zu spät ist. Mach ich. Es geht jetzt nur noch mit dem Katapult. Mach den scheiß Turm kaputt. Der trollt rum und bewegt sich nicht. Kommt schon. Komm schon, den schaffe ich jetzt noch. Jetzt etwas Hektik. Ja, das sollte man eben nicht machen. Ich bin so verplaudern und sonst. Tickes. Gut gemacht! Diese Türme sind keine Gefahr mehr! Als hätte ich's gewusst. Ich hab's ja auch gewusst. Olifanten! Wir müssen diese Bestien aufhalten! Bringen sie mit einem Katapult oder per Sabotage zu Fall. Ich zeig euch beides wieder. Held, klar. Legolas, der Elb. Ich gebe die Unsterblichkeit für einen Sieg in dieser Schlacht. Fürchtet sie nicht. Tötet sie. Bringt die Olifanten zu Fall. Harter Treffer. So richtig hart. Genau, einmal können wir es so machen. Headshot mit dem Katapult. Ja, das geht recht schnell. Ihr seht es ja, der Olifant ist auch schon recht am Verrecken. Aber ich glaube, ich habe diesmal nicht getroffen. Was willst du hier? Was willst du hier? Bessere Frage. Ja, deswegen muss ich das jetzt hier auch mit Sabotage machen, damit ihr seht, glaube ich, das Prinzip. Oder ich bringe die Pfeilen über Fall. Ja, auch geil. Pfeilen zu Fall gebracht. Tötet sie nicht! Tötet sie! Bringt die Olifanten zu Fall! Und ihr habt jetzt gesehen, es geht so oder mit Sabotage. Da stellt man sich hier. Ein Olifant nähert sich der Straße! Ein Olifanten ran. Klettert hier hoch. Drückt hier einmal die linke Maustaste. Rechts, links und rechts, rechts, rechts und dann ist der Olifant auch schon tot. Ich glaube, ich habe ihm Pfeile zu ihm gejagt oder so. Ja. Nur noch ein Turm! Zerstört ihn! Oh ja, den Olifant sollte ich glaube zuerst ein Olifant. Olifant ist das größere Problem, definitiv. Fallen schafft man das eigentlich kaum. Soll ich es mal schon versuchen? Oh, ich verlasse das Schlachtfeld. Okay, ich probiere es nochmal mit Sabotage. Okay. Man sollte sich nicht vom Olifanten tot trampeln lassen, da, wie gesagt, dann ist man tot. Genau, das ist man dann. Nähert sich der Straße. Bringt ihn zu Fall. Aye, aye, Sir. Gut gemacht, Männer Gondor. Eine andere Möglichkeit. Die Olifanten sind ja, besiegt. Toll. Ja, ein harter Treffer mit dem Feuerpfeil von Legolas ins Gesicht von einem Troll und der Troll ist tot. Genau, das hier ist nämlich die andere Möglichkeit, wie man Belagerungsmaschinen zerstören kann. Die möchte ich jetzt mal kurz zeigen, wenn ich jetzt mal von diesem Kamerad drin bedrängt werde. Ich kann mich nämlich hier hinten hinstellen, Belagerungsturm sabotieren. Dann sieht das so aus. Ich zeichne hier ein bisschen auf dem Boden, ich krakel da ein bisschen rum. Hui. Das Objekt wurde zerstört. Jo. Zu mir. Wir müssen uns sammeln. Er ist schon wieder als Held. Machen wir doch glatt ein neuer Held. Eowyn von Rohan. Diesen Speer. So, so. Ich bin bereit, Speer. Für die Mark zu sterben. Die Mark zu sterben. Die Rittermark oder sowas. Glaube ich. Stirb. Oh. Danke.
Ja, das hier ist Theoden. Ah, helft mir! Oh, Theoden ist tot. Räche ihn, vernichte den Hexenkönig. Wir müssen den Hexenkönig fällen. Stellt euch eure Angst. Er ist bezwingbar. Folgt ihm, Männer. Wir müssen den Hexenkönig zu Fall bringen. Muss gestehen, gegen den Hexenkönig hatte ich schon immer Probleme. Woran das liegt, wissen die Geister. Vielleicht liegt es daran, dass er so übel heftig ist. Verlässt das Schlachtfeld. Ja, ist ja gut. Ja, ich töte lieber Trolle. Ah, zweimal in die Kehle gerammt. Ich hab Schiss. Wenigstens habe ich diesmal kein Zeitlimit. Ich bin hier Speer, hier unsichtbar. Du zögerst dein Ende nur hinaus. Mr. Hexenkönig. Das kann ja alles sein und so, aber. Friss! Sprengfeuer! Schwert, du stehst im Weg! Mich selber an. Scheiße. Weißt du trotzdem, wo ich bin? Ich nehme mir deine Seele. Der weiß trotzdem, wo ich bin. So, danke für den Heal. I believe I can fly. I believe I can touch the sky with this Messer. I think of was auch immer. Irgendwie so. Ja, ich wäre hier schon definitiv tot, hätte ich nicht hier so tolle Zauberer, die mich daran heilen würden. Alle werden dem... Ach so, ja, ihr seht ja dieses brennende Auge immer mal wieder, seht ihr ja. Und dem sollen wir alle dienen. Der sieht mich echt. Wahrscheinlich so, ist es so gemacht, damit wir... Ja! Bats, der Hexenkönig wurde besiegt. Und der Feind zittert vor Angst. Wir haben es geschafft. Haha. Ich hätte wahrscheinlich noch eine Stunde auf dem rumgehackt sonst. Doch die Schlacht steht auf Messerschneide, bis endlich Aragorn mit seiner Armee der Toten eintrifft und kein lebendes Wesen ihren Zorn entgeht. So groß unser Sieg auch scheinen mag, noch ist dieser Krieg nicht gewonnen. Nein. Hinter den Mauern Mordors zieht der dunkle Herrscher neue Armeen zusammen. Ja, das tut er. Genau das ist das lieblose Auge. Zu groß sein, um Saurons Auge vom Ringträger abzulenken. Die Menschen des Westens müssen Sauron an den Grenzen seines Reiches stellen und die Schlacht bis nach Mordor selbst tragen. Was also unsere nächste Aufgabe ist? Kleiner Cut und es geht gleich weiter.